Namaste. Und herzlich willkommen heute zu einem neuen Video mit mir, mit Tobias aus dem Effeter Yoga Studio Yoga Privi. In dieser Klasse habe ich dir einen schönen mobilisierenden Bewegungsfluss zusammengestellt. Der bringt uns zum einen ein lebendiges, geschmeidiges Körpergefühl. Zum anderen finden wir immer wieder auch Momente, um uns zu zentrieren. Das kann die Körpermitte sein, das kann der Rückenbereich sein, den wir stärken und dem wir Halt schenken. Und weiterhin gehen wir auch in sanfte, manchmal durchaus auch intensivere Dehnerfahrungen, besonders der Körperrückseite, also Rückenmuskulatur, Beinrückseite oder eben auch mal den Flankenmuskeln. Das Ziel ist, dass wir mit dieser Klasse uns ein ganzheitliches Bewegungsprogramm gönnen, das mobilisiert und erfrischt, den Körper geschmeidig und lebendig werden lässt und ihm sowohl innere Stabilität als auch äußere Größe schenkt. Fühl dich frei, das Ganze mitzumachen, so wie es für dich angenehm ist. Besondere Hilfsmittel brauchst du nicht, außer natürlich einer bequemen, komfortablen Yogamatte, einem guten Sitzkissen und vielleicht zum Ende noch eine Zudecke. Lass uns beginnen. Wir beginnen gleich hier im Sitz mit einer ersten lebendigen Bewegungserfahrung für den Oberkörper. Du brauchst dafür einfach einen guten, gemütlichen Sitz, gerne auf einer kleinen Unterlage, wie einem bequemen Kissen. Denn je höher das Becken ist, desto leichter fällt es den Hüftgelenken, sich zu entspannen. Und desto bequemer wird auch der Sitz werden. Lass jetzt da so dein Becken in die Unterlage mit etwas mehr Gewicht nach unten hineinsinken. Und dann bring die Arme hoch. Meinen rechten und linken Arm und jetzt zieh dich einfach mit einem Arm mal ganz hoch, spür die Dehnung in der Seite, während dein Becken schwer bleibt, dann streck den anderen Arm nach oben, spür hier die Dehnung, die du dir schenkst und die Weite in der Seite und mach das dynamisch weiter, rechts und links hochstrecken, ja, und versuch dabei so eine innere Größe zu entdecken, also ein inneres Wachstum. Vielleicht findest du so schöne Fasern in der Körperseite, die das Gefühl haben, die wollen sich mal so richtig ausstrecken. Ja, du ziehst sie lang. Gut, wir gehen in eine Seitbeuge nach rechts. Stütz die rechte Hand neben dir auf, neig dich nach rechts. Lass die linke Hüfte schwer. Ja, bleib in dem Becken gut geerdet. Jetzt dehnt sich die gesamte linke Seite von links unten, von der linken Hüfte über die Flanke, Arm bis hoch in die Fingerspitzen. Wenn du jetzt mal ein bisschen mehr in die Dehnung eintauchst, also dich zur Seite neigst, dann spürst du diese Länge in der Seite. Nutz da jetzt kleine Federbewegungen und schwing dich sanft in so ein Gefühl einer Dehnung der Körperseite. Ja, in dieser Yoga-Klasse werden uns immer wieder auch ruhige, lebendige und solche federnden Sequenzen begegnen. Und diese Federbewegungen, die sind so relativ schön für das Bindegewebe des Körpers. Also lass es ein bisschen spritziger, dynamischer werden. Ja, feder dich in die Seite. Ja, und dann wieder einatmen, streck dich hoch in den Sitz, räkel mal rechts und links bitte hoch. Manchmal spürst du da schon einen Unterschied in den Längen der Seiten. Und jetzt nach links, linke Hand aufsetzen, neig dich dahin. Jetzt visualisiere für dich wieder diese Länge von rechts unten über die Flanke, über den Arm bis hoch in die Fingerspitzen. Und spiele ein bisschen mit dieser Länge, indem du dich in die Seite schwingst, da rein federst. Da zieht sich Gewebe lang. Und gerade diese elastischen, federnden oder schwingenden Bewegungen sind eben, wie erwähnt schon, sehr schön für das Bindegewebe. Und dazu zählt unter anderem auch die Struktur der Faszien, also Binde- und Stützgewebe. Und Faszien sind, wenn man sie groß fasst, diesen Begriff, sind es beispielsweise die Umhüllungen der Muskulatur, aber auch Sehnen unseres Körpers. Und das sind alles Strukturen, die diese kinetische Energie des Körpers speichern, also die dir Spannkraft und Elastizität schenken. Und damit spielen wir ein bisschen mit dieser Elastizität.
Und wenn du einatmest, dann streck dich wieder hoch, ausatmen, nochmal nach rechts neigen. Und jetzt bitte ich dich, mal hinter die Sitzbeine zu rollen und vor die Sitzbeine. Anders gesagt, Rücken wird mal rund und streckt sich. Ja, wie fühlt sich das jetzt an, während du in dieser Seitbeuge diese Bewegung machst? Gibt es da Fasern, so richtig lange Faserketten, die sich bemerkbar machen? Wir bauen noch eine Bewegungsrichtung ein, eine Drehung. Ja, mal nach rechts einrollen, Rücken wird rund, Becken kippt nach hinten, nach links aufschrauben, Becken kippt nach vorn, Arm streckt nach hinten aus. Und mach das weiter, runder Rücken und einrollen und langer Rücken und richtig Raum finden, strecken. Und es wieder ganz geschmeidig. Ja, nochmal eine Sequenz. Wenn du dann wieder dich aufrichtest, dann atme ein, räkel dich nach oben hoch und im Ausatmen die Seitbeuge nach links. Und jetzt hier wieder in diesem Bewegungsfluss mal hinter und vor das Sitzbein, die Sitzbeine kippen. Ja, und beobachte, wie sich das im Rückenbereich anfühlt. Gibt es da Strukturen, von denen du das Gefühl hast, die wollen sich mal wirklich dehnen und strecken? Und finde sie. Ja, dann roll dich ein, Rücken rund, nach links einrollen und nach rechts aufschrauben. Rücken strecken, Brustbein heben. Ja, verbinde das. Also mit dem Becken, mit dieser Seitbeuge und mit der Drehbewegung. Und das geht in alle Dimensionen, also multidimensional. Und das ist nochmal so ein extra positiver Impact, also so eine positive Beeinflussung der Mobilität und Geschmeidigkeit deines Körpers. Gut, nochmal beginnen. Und dann komm wieder mit dem Einatmen nach oben, räkel dich hoch und ausatmen, dreh dich nach rechts, bitte. Mal die Hände gut aufsetzen, rechte Hand vielleicht hinter dir am Gesäß, Unterlage oder bis zum Boden runter. Und jetzt schraub dich sanft nach rechts und hoch, ja, nach rechts hoch. Jetzt ist diese dehnende Struktur nicht mehr in den Flanken, jetzt ist sie diagonal in der Vorderseite. Also von der linken Hüfte unten, quer über die Bauchdecke hoch zur rechten Schulter. Das siehst du auch am T-Shirt. Ja, das dehnt sich hier diagonal. Lass die rechte Schulter sanft zurückgleiten, vielleicht mit kleinen Federbewegungen. Und schwingen oder feder dich in diese Drehung. Ja, das können auch mal so ganz minimale, so feine, kleine Bewegungen sein. Und stell dir vor, du ziehst dafür dieses Band der Vorderseite in die Länge, dieses diagonale Band. Und dann mit der Einatmung dreh dich wieder zurück nach oben, ausatmen, nach links drehen. Ja, linke Hand hinter dir aufsetzen. Jetzt verläuft dieses Band in die andere Diagonale von rechts unten über die Bauchdecke diagonal hoch zur linken Schulter. Lehn die linke Schulter mit kleinen Federbewegungen mal zurück und beobachte, dass der gesamte Körper beginnt mitzuschwingen. Also schwing dich oder feder dich in diese Drehung. Und dann komm wieder zurück mit dem Einatmen, streck und räkel dich hoch, vergleich nochmal die Seiten. Und wenn die nächste Ausatmung entsteht, dann bring die Hände zunächst mal zurück und lass die Schultern so ganz locker sich einmal bewegen dürfen. Ja, ganz egal, wie das jetzt aussieht, vor, zurück, nur rechts, nur links, beides oder unabhängig voneinander. Einfach so mal durchbewegen. Und dann schüttel die Arme sanft aus. Ja, mal die Finger bewegen.
Und dann heb die Arme hoch und jetzt mach eine Faust und jetzt schnippst du mit den Fingern die Faust auf. Ja, also ein paar Mal, einfach ganz spritzig, so die Finger schnipsen lassen. Mach das jetzt ganz schnell, Faust öffnen, Faust öffnen, Faust öffnen, so schnell du kannst. Dann merkst du, da passiert was in den Unterarmen, auch in den Fingern. Ja, weitermachen, schneller werden, da brennt's jetzt. Da verweigern vielleicht auch die Finger mal die Bewegung. Atme weiter, spür dahin, Faust öffnen, Faust öffnen, Faust öffnen und ausschütteln, bitte ganz locker ausschütteln. Und sehr schön. Dann spür nach, ja, dieses Vibrieren, dieses Brennen, die Wärme in dir. Dann verschränk die Hände bitte hinter dem Kopf und lehn den Kopf ganz sanft gegen die Hände. Wir beginnen jetzt eine Drehbewegung, ja, mal rechts, links aufzubauen. Und dann stell dir vor, das wird immer schneller, aber mit Wohlgefühl bitte. Ja, Feder schwingen um deine innere Achse der Wirbelsäule und versuch gar nicht, diese Bewegung an den Seiten abzubremsen. Ja, also es ist nicht so ruckartig, muskulär geführt, sondern die Muskeln sind ganz locker. Und so erreichst du wieder das Bindegewebe. Ja, du federst dich in die Drehung und wirst zurückgefedert zur anderen Seite. Ganz locker. Rein und raus federn, ja, wie von selbst. Wenn es mehr schwindlig wird, dann lass den Blick vorn. Atme. Und dann beende wieder. Lass dich ausschwingen. Spür nach. Auch mit Bewegungen. Also ruhig nochmal in die Bewegung kommen. Was passiert da jetzt? Was ist das für ein Körpergefühl? Gut, jetzt bring die rechte Hand bitte an die linke Seite des Kopfes, neig den Kopf sanft nach rechts. Du kannst gerne, wenn du diesen Dehnungszug im linken Nacken vertiefen möchtest, linke Handballen nach unten schieben und linke Schulter mit nach unten nehmen. Und jetzt finde so ganz sanfte Bewegungen des Kopfes, mehr an die Seite oder mal mehr vor und zurück oder mal etwas drehen und such dir feste Strukturen im Nacken aus. Das können Faserketten sein, die vom Hinterhaupt über wirklich über diesen Nackenmuskel zur Schulter ziehen. Das ist der obere absteigende Ast des Trapezmuskels, so wird dieser Bereich genannt. Kann aber sein, dass diese Faser mal zur Wirbelsäule oder zum Schulterblatt ziehen. Und wenn du da was gefunden hast, wenn da was dehnt, dann verweil da ein paar Sekunden. Und stell dir vor, du ziehst dieses Feste, dieses Angespannte, das ziehst du über die Dehnung raus aus dem Körper, aus dem Gewebe. Ja, dann such dir immer wieder auch was Neues zwischendurch aus. Neue Bereiche, die sich dehnen dürfen. Und dann beende wieder, spür mit Bewegungen nach. Bring dann die linke Hand an die rechte Seite des Kopfes, neig den Kopf nach links, ohne zu reißen mit der Hand. Wenn du die Dehnung vertiefen möchtest, dann mit der rechten Hand, schieb dann den rechten Handballen tief und zieh die rechte Schulter tief. Jetzt such dir auch hier mit kleinen, sanften Bewegungen dehnende Faserstrukturen aus. Wenn du was gefunden hast, wenn du sowas Festes spürbar wird, dann verweil. Das können so lange, feste Strukturen sein. Manchmal sind es auch so einzelne Punkte. Und nach ein paar Momenten, ein paar Atemzügen, einfach was Neues suchen.
Und dann Ende langsam wieder und nutzt wieder so feine Bewegungen, um zu spüren, wie sich das jetzt anfühlt, was das bewirkt hat. Gut. Jetzt stell dir vor, dass deine Nasenspitze ein Pinsel ist und du könntest eine liegende Art, das Unendlichkeitszeichen, in den Raum malen. Mit deiner Nasenspitze. Ja, versuch das extra breit zu zeichnen, also ganz nach rechts und nach links zu kommen. Und dann zeichne das zu Ende. Wenn du in der Mitte ankommst, stell dir vor, dass deine Stirn diesen Pinsel hat. Ja, so ein bisschen anders von der Bewegung her. Mitten auf der Stirn hast du einen Pinsel, der diese liegende Acht malt. Kannst du mal den Richtungswechsel probieren. Dann komm wieder in der Mitte an. Und jetzt denk dir noch zum Schluss diesen Pinsel am Kinn. Ja, und nicht so, dass du das Kinn hin und her schiebst, sondern wirklich das Kinn ist ganz normal orientiert. Kiefer nicht zu fest, eher entspannt. Und über die Bewegung des Kopfes malt dein Kinn ganz breit die liegende Acht. Und erinnere nicht unbedingt den Kiefer verschieben. Ja, ist nochmal anders von der Bewegungsqualität. Oh, wechsel auch zwischendurch die Richtung. Und wenn es knirschelt in der Halswirbelsäule, dann ist das normal. Ja, knirscheln, knacken, manchmal ist es wie ein Gefühl, als wäre da Sand drin. Das kommt aus den Facettengelenken, also den gelenkigen Verbindungen der Wirbel miteinander. Und manchmal ist es eher so eine innere Einladung deines Körpers, dich etwas mehr zu bewegen. Denn mit mehr Beweglichkeit hört dieses Knirscheln auch auf oder wird weniger. Und dann komm zur Mitte zurück und spür nochmal nach, vom Kopf zu den Schultern, den Rücken entlang bis zum Becken. Da haben wir schon eine sehr schöne, wertvolle Bewegungsreise gemacht. Wir haben sie von unten nach oben jetzt aufgebaut und nutzen diese Grundbeweglichkeit, um jetzt den ganzen Körper, also auch Unterkörper, mit zu integrieren. Lass uns dafür in den Vierfüßler wechseln. Und wenn du hier ankommst, dann reckel und schlängel dich durch den Körper hindurch. Such dir Stellen aus, an denen vielleicht noch was fest ist. Und du bewegst dich mit der Intention, dieses Feste, dieses Gespannte herauszumassieren aus dem Körper mit diesen Bewegungen. Na, dann kommt zu Katze und Pferd. Also Katzenbuckel, Pferderücken. Und beginn diese Bewegungssequenz immer am Becken. Ja, vom Becken beginnen, durch den Rücken durchbewegen und am Kopfbereich enden. Ja, versuch seine Bewegungswelle durch den Rücken laufen zu lassen. Und diese Welle wird vom Becken initiiert. Ja, wird vom Becken angestupst. Und die Wirbelsäule folgt ganz geschmeidig. Lass diese Welle ausklingen. Komm in einem langen Rücken wieder an. Stell einfach den rechten Fuß nach hinten auf. Rechtes Bein streckt sich. Jetzt brauchst du etwas Kraft in der Mitte des Körpers. Zieh dafür den Bauchnabel etwas nach innen oder stell dir vor, du machst einen Reißverschluss muskulär zu.
Und als nächstes schließ noch behutsam den Beckenboden. Und aus dieser Quelle, dieser Stabilität, den Reißverschluss der Hose machst du muskulär zu, im Beckenboden hast du sanft geschlossen. Aus dieser Kraft den linken Fuß mit nach hinten aufsetzen zum hohen Liegestütz Chaturasana. Und jetzt schieb dich vor und zurück. Falls das für die Handgelenke eine Herausforderung ist, dann komm nochmal in den Vierfüßler, mach Fäuste oder schnapp dir Blöcke und komm wieder hier an. Und dann tariere dich aus, nicht ganz weit hinten, nicht ganz weit vorn, eher Schultern über Handgelenke. Und jetzt tauch in den Schultergürtel ein und schieb dich von dort nach oben hoch. Ja, in den Schulterbereich einsinken, Schulterblätter schieben zusammen und jetzt mal rausschieben nach oben. Schultern weiten sich. Nochmal nach unten und oben. Und dann komm zurück in den Vierfüßler. Nutz Bewegungen, um wieder aus der Kraft in die Geschmeidigkeit zu kommen. Und dann gleite für einen Moment zur Haltung des Kindes. Lass dein Gesäß Richtung Fersen sinken. Jetzt dreh die Handrücken zur Erde und beweg die Finger und Hände. Nimm also Spannung aus den Handgelenken heraus. Dann komm zurück in den Vierfüßler. Stell beide Füße auf und schieb dich hoch in den ersten abwärts schauenden Hund dieser Sequenz. Lass die Knie gebeugt, schieb dein Becken hoch, drück die Hände nach unten, senk die rechte Ferse tief, bleib einen Moment in der Dehnung der Beinrückseite, atme, wechsel, linke Seite tief schieben, die Dehnung spüren, atmen, nochmal nach rechts wechseln, die Außenseite der Ferse tief schieben. Und letztes Mal nach links, Außenseite, nach unten schieben, Dehnung spüren. Und dann senk auch die rechte Ferse mit dazu. Atme aus, schieb dich ganz lang. Hüfte hoch, Hände schieben in den Boden nach unten, beide Fersen sinken über die Außenseite. Wenn du einatmest, roll dich vor in den hohen Liegestütz. Wenn du ausatmest, gleite zur Erde, indem du erst die Knie aufsetzt und dann vor dir dein Brustbein. Dann dein Becken. Gut. Und jetzt lass dein Becken so ganz locker hin und her schütteln oder schaukeln. Ja, so ganz lockere Beckenbewegungen. Das ist sehr schön entspannend für den unteren Rücken. Ja, und lass dein Becken wieder schwer werden. Räkel dich durch den Oberkörper. Kannst du dich gerne ein bisschen schlängeln nach rechts und links. Nimm auch die Schultern mit. Und dann komm zur Mitte, stütz die Hände nach außen, von der Matte weg, ungefähr unter die Ellenbogen. Komm auf die Fingerspitzen und drück die rechte Hand nach unten, schraub dich nach rechts hoch. Bring den Blick zur oder über die rechte Schulter. Atme aus, komm zurück nach unten. Atme ein, schraub dich nach links hoch. Linke Hand nach unten drücken, Blick zu oder über die rechte, linke Schulter. Ausatmen, zurück. Nochmal einatmen, nach rechts aufschrauben im Oberkörper. Ausatmen, zurück. Einatmen, nach links aufschrauben. Und ausatmen, zurück. Und dann bring die Hände flach an den Raum der unteren Rippen. Roll beide Schultern zurück. Schieb dein Steißbein zurück. Zieh die Hände Richtung Füßen und dich nach vorn hoch in die erste Kobra. Atme ein, atme aus, schieb dich über den Vierfüßler zurück zum Hund. Und jetzt probier mit gebeugten Knien das Becken mal auszuschütteln. Ja, stell dir vor, du machst so kleine Mikrohüpfer mit den Füßen. Die kannst du auch tatsächlich machen. Und wenn du hüpfst, dann mal nach links und rechts. Und das sind wieder diese wohlbekannten Schüttelbewegungen für das Bindegewebe. Ja, so ganz locker Becken federn lassen, hüpfen lassen. Lass es ausfedern. Und wander mit den Füßen nach vorn in die Vorbeuge Uttanasana. Atme ein, die halbe Vorbeuge. Zieh den Flankenbereich lang, atme aus, verneig dich nach unten. Einatmen, stütz die Hände auf die Oberschenkel, komm in die Hocke und finde hier Bewegungen.
Ja, vielleicht gibt es wieder Bereiche, aus denen du etwas Festes oder eine Anspannung rausbewegen möchtest. Drück beide Füße nach unten und roll dich hoch nach oben zum Stehen. Und bring die Hände an die Hüfte, beug die Knie ein wenig, kipp dein Becken nach vorn aus und nach hinten aus. Ja, Becken mal nach vorn kippen, ein Hohlkreuz machen und Becken einrollen, langer unterer Rücken. Mit dem Ausatmen Becken aufrichten, Bauchnabel nach innen, mit dem Einatmen Becken nach vorn kippen. Ja, wir lenken sowohl die Atmung in den Raum des Bauches, also in der Zwerchfellatmung, als auch Bewegung in den unteren Rücken, der abwechselnd in den Bandscheiben und seinen Strukturen komprimiert und gedehnt wird. Ja, und unser Körper braucht das. Er braucht sowohl Druck, also Kompression, als auch Länge, Dehnung, also Druck und Zug. Die Bandscheiben brauchen das, um ja, ausgewalkt, also ausmassiert zu werden mit diesen Bewegungen und dadurch Schlagstoffe abzugeben, über den Druck und über den Zug neue Nährstoffe aufzunehmen. Gut. Lass das Becken in der Tendenz etwas aufgerichtet, also Schambein zieht Richtung Bauchnabel, drück die Füße nach unten, streck dich zurück in den Stand. Bring die Arme zur Seite nach unten. Und dreh sie einwärts, nimm die Schultern nach vorn unten und dreh die Arme auswärts, roll die Schultern nach hinten unten. Wir lenken jetzt den Atemfluss in die Brustwirbelsäule, also in die obere Atmung, ausatmen, Arme drehen einwärts, Schultern nach vorn unten, einatmen, Arme auswärts drehen, Schultern nach hinten runter senken. Du kannst den Rücken in die Bewegung integrieren. Ja, also wenn du ausatmest, den Rücken etwas einrollen, Schultern nach vorn unten. Wenn du einatmest, das Brustbein wirklich heben, Rücken strecken. Dann das nächste Mal die Arme auswärts rotieren, entspann die Arme, leg die Schultern weich nach hinten auf den Brustkorb ab und stell dir vor, dass die Schultern von unten vom Brustkorb gestützt und getragen werden. Und jetzt finde mit dem Kopf kleine Mikrobewegungen, mal nach hinten und vorn, so kleine Bewegungen. Ja, und wenn du den Kopf nach hinten führst, dann merkst du, irgendwann gibt es da so einen Punkt, da klappt der Kopf nach hinten runter. Ja, versuch diesen Punkt zu finden. Und kurz bevor der Kopf so nach hinten runterfallen würde, kurz bevor das passiert, hältst du an. Ja, versuch diesen Übergang zu finden. Der Kopf ist hinten, aber klappt noch nicht hinten runter, aber kurz davor. Ja, gut. Und dann senk dein Kinn ein wenig tiefer, sodass das Gesicht wieder nach vorn zeigt, nicht nach oben. Und jetzt ist Folgendes geschehen. Jetzt hast du den Kopf aus einer sogenannten Vorhalte nach hinten angelehnt. Ja, und das ist eine langfristig sehr schöne, sehr wichtige Kopfposition, um den Nacken und die Halswirbelsäule zu entspannen. Kurzfristig geht es über Massage oder Schulterbewegen und Kopfbewegen. Langfristig entspannt der Nacken nur, wenn du aus der Vorhalte, also dem Vorschub des Kopfes, der die Nackenmuskeln festmacht, den Kopf zurücklehnst nach hinten, sodass die Nackenmuskulatur Anstrengung und feste Strukturen locker lassen kann. Ja, ist immer so, den Kopf tarieren, dass er fast, so fast nach hinten, hinten zurücksinkt. Und gleichzeitig das Kinn etwas senken, ohne Druck im Kehlkopf zu erfahren. Das ist alles relativ schnell erklärt. Wenn du weißt, was zu machen ist, dann ist es recht schnell also auch austariert. Manchmal braucht es aber auch etwas Gespür. Also kannst du immer wieder probieren, im Alltag, im Sitzen, vorm Schreibtisch,
beim Autofahren, ja, wo auch immer, mal den Kopf nach hinten anlehnen und Kinn etwas zurückführen. Gut. Wir bleiben im Stehen, gehen in eine Balance, in den Baum, in Vrikshasana, verlage dafür Gewicht auf den linken Fuß und stell dir vor, du machst da wirklich einen tiefen Abdruck in die Unterlage. Winkel dein rechtes Knie, dreh das rechte Bein auswärts und setz die Ferse am Innenknöchel auf. Das ist das erste Vertrautmachen mit dieser Balance, dieser Haltung. Wenn du das Gefühl hast, du stehst sehr sicher oder du möchtest heute, weil es ein guter Tag dafür ist, Balance wirklich ausprobieren, dann geh einen kleinen Schritt weiter und zieh den rechten Fuß etwas höher. Das kann unterhalb des Knies oder oberhalb des Knies an der Innenseite des Standbeins sein. Warum nicht genau am Knie? Den kann man da zwar gut aufsetzen, den Fuß, aber du würdest jetzt eher das Gelenk nach außen schieben und manchmal ist das weniger optimal für das Gelenk, also etwas höher oder tiefer. Andere, die sehr bewegliche Hüftgelenke haben, könnten auch den Fuß an die Vorderseite des linken Oberschenkels klemmen, mit der Fußsohle nach oben. Also, welchen Schritt gehst du? Komm da bitte an. Bring die linke Hand einmal an das Hüftgelenk, also wirklich an die Außenseite des Hüftknochens. Jetzt ziehst du muskulär die rechte Hüfte hoch und lässt sie mal los, lässt sie sinken. Ja, ein paar Mal hoch, runter, rechte Hüfte. Dann merkst du, da schiebt jetzt eine Knochenstruktur. Ups. Da, nochmal, da schiebt eine Knochenstruktur links rein in das Hüftgelenk, wenn du rechts hochziehst oder wenn du rechts senkst, schiebt links ein Knochen raus. Und das ist der Oberschenkelkopf des linken Hüftgelenks. Wenn der rausschiebt und die rechte Hüfte gesenkt ist, heißt das, du bist jetzt in der Bandstruktur des linken Hüftgelenks. Bänder stabilisieren Gelenke, aber nur, wenn sie nicht gedehnt sind, also sehr lang sind. Also lohnt es sich, rechts hochzuziehen, links reinzuziehen und dann ist das Gelenk muskulär stabil. Drück von hier nochmal den linken Fuß nach unten und jetzt räkel den Oberkörper hoch. Schaff Raum nach oben, breite die Arme aus. Atme ein, streck dich in die Haltung, atme aus, verwurzel dich nach unten. Einatmen, richte dich auf, werd leicht, werd lebendig. Ausatmen, finde Halt und Sicherheit und komm an. Nochmal einatmen und ausatmen. Und bring die Arme nach oben, atme ein, streck dich hoch. Und jetzt atme aus, neig dich einen Moment nach links. Ja, stabilisiere die Mitte des Körpers, schließ den Beckenboden, zieh den Bauchnabel etwas ein. Wenn du hier rauskommst aus der Haltung, dann ist es eine schöne Möglichkeit, das alles nochmal neu aufzubauen. Das ist schön, ja? Dann immer wieder den Schritt hierher kommen. Atme in die rechte Seite. Einatmen, komm wieder zurück. Ausatmen, zieh das rechte Knie zu dir ran, halte dich an dir selbst fest. Einatmen, schweb mit dem Brustkorb hoch. Ausatmen, bring für einen Moment Kopf und Knie näher zueinander. Das ist Jano Jirjasana, das nach oben zum Kopf strebende Knie. Einmal tief in den Rücken einatmen und ausatmen. Setz den Fuß auf, komm zum Stehen. Und bring den inneren Blick zu dir, zu der rechten und linken Körperseite und schau dir diese Unterschiede an. Dann nutz kleine Bewegungen, um diese Spannung wieder loszulassen. Gut, die zweite Seite. Stabilisiere den rechten Fuß auf deiner Unterlage. Mach dir einen tiefen Abdruck nach unten, also drück dich richtig rein in den Boden. Gut, dann winkel dein linkes Knie, dreh das Bein auswärts, so setz die Ferse erstmal am Innenknöchel ab. Auch hier ist das so eine Art Kennenlernen dieser Balance. Ja, dein Körper richtet sich ein. Und du kannst dann immer Schritt für Schritt mehr oder weniger gehen, immer je nach deinen Möglichkeiten oder nach der Lust, Balance heute zu üben. Vielleicht mal an die
Unterseite des Knies oder an dessen Oberseite. Oder wenn du sehr beweglich in den Hüften bist, dann kannst du auch hier den Fuß mal an die Vorderseite des Oberschenkels stützen. Die Fußsohle nach oben orientieren. Das ist so die klassischste Haltung des Baumes. Also geh die Schritte dorthin, wo es für dich heute passt. Und jetzt die rechte Hand an die Hüfte und ziehst du muskulär links mal hoch und senkst links wieder zurück. Du merkst, da passiert was im rechten Hüftgelenk. Ja, wenn die linke Hüfte hochzieht, zieht rechts eine Knochenstruktur rein. Wenn die linke Hüfte sinkt, schiebt rechts eine Struktur raus. Ja, manchmal hat man das nicht gleich gefunden. Da kannst du wirklich mal die große Fläche mit der Hand machen. Und das ist auch hier der Oberschenkelkopf, der wahlweise nach außen gedrückt wird in seine Bandstruktur oder mal reingezogen wird in die Hüftpfanne. Und da ist das Hüftgelenk wirklich satt arretiert. Es lohnt sich also, die linke Hüfte in diesem Asana hochzuziehen, sodass dein rechtes Hüftgelenk stabil ist. Denk dir das kompakt und kraftvoll und drück aus dieser Kraft den rechten Fuß nach unten. Verlänger leicht und frei den Oberkörper hoch, die Flanken hoch. Und breite die Arme aus. Atme ein, richte dich auf, wachs in die Welt nach oben. Atme aus, finde Halt nach unten. Wenn du einatmest, dann bring beide Arme hoch. Wenn du ausatmest, definier die Mitte deines Körpers und neig dich nach rechts. Also Beckenboden schließen, Reißverschluss zumachen. Jetzt lass die linke Seite atmen. Dann komm mit dem nächsten Einatmen wieder zurück und greif ausatmend in Ruhe dein Knie. Halte dich fest an dir selbst. Atme ein, schweb mit dem Brustkorb hoch. Atme aus, bring Knie und Kopf für einen Moment näher in Jano Shirsasana. Und einatmen, wieder aufrichten. Ausatmen, ankommen im Stehen. Und dann spür rechts und links im Vergleich. Und das kleine Bewegungen, um diese Spannung wieder rauszuschütteln aus dem Körper. Finde einen guten Stand und dann schwing im Oberkörper ganz locker um deine eigene Achse. Und schau für dich selbst, ob es möglich ist, die Arme noch weiter und lockerer um dich herum fliegen zu lassen. Wenn du das nicht bremst, die Bewegung, dann klopfen die Arme an deinem Körper an oder auch die Hände. Und das sind so kleine Massageideen, ja, so Klopfmassagen, die das Gewebe stimulieren. Jetzt stell dir vor, du schraubst dich mit jedem Mal, wie du dich drehst, nach oben. Also finde deine eigene Größe. Richte dich auf. Dann lass das Ganze locker wieder ausschwingen. Bewahre deine eigene Größe, die du dir geschenkt hast. Wenn du jetzt nicht mehr am Anfang deiner Yogamatte bist, dann komm da bitte hin, denn wir gehen einen kleinen Weg nach unten in eine Vorbeuge, spielen dann mit Federbewegungen, die die Rückseite aktivieren und ihr ein geschmeidiges, elastisches Gefühl schenken und gehen dann peu à peu weiter in die Bewegung. Also komm in den vorderen Teil deiner Yogamatte. Stell die Füße gut auf, richte dich auf, bring die Hände vor dem Herz zueinander, atme durch.
Wenn du das nächste Mal einatmest, beug die Knie, tauch dort ein mit den Fingerspitzen über vorn, richte dich auf. Wenn du ausatmest, dann breite die Arme aus, beug die Knie, verneig dich nach unten. Einatmen, zieh dich nach vorn, in die halbe Vorbeuge, zieh die Flanken lang. Atme aus, entspann dich, weich in die ganze Vorbeuge. Wir kommen zurück nach oben. Einatmen, die Arme ausbreiten, drück dich von der Erde hoch. Ausatmen, bring die Hände zum Herz. Nochmal, einatmen, eintauchen, über vorn nach oben. Ausatmen, verneig dich vor dir nach unten. Einatmen, die halbe Vorbeuge. Stützt die Hände nach hinten, ausatmend die ganze Vorbeuge. Ein, wieder über die Hocker nach oben, richte dich auf, drück dich weg von der Erde. Ausatmend die Hände zum Herz. Einatmend Knie beugen, über vorn nach oben, vielleicht wollen die Arme jetzt neben oder hinter die Ohren. Ausatmend verneig dich nach unten. Einatmend kommen die halbe Vorbeuge, bleib hier. Atme, jetzt drück die Hände wirklich mal ganz bewusst gegen die Beine, egal ob Unter- oder Oberschenkel. Ja, drück die Hände da nach hinten weg und das schiebt den Rücken lang, das zieht den Scheitel nach vorn. Und dann kannst du mal ganz kleine Mikrobewegungen machen in dieser Länge, also mal Rücken runder, mal gestreckter. Und dann lass dich weich nach unten gleiten und dann lass die Arme ganz locker ausschwingen. Auf den Kopf und mache jetzt so kleine Mikrofederbewegungen im Oberkörper. Ja, beginne zu schwingen. Und das, wenn du das mit einem Wohlgefühl machst, das heißt, es darf sich immer im Rücken gut anfühlen und muss sich und sollte sich im Rücken gut anfühlen, dann ist das eine sehr schöne mobilisierende Sequenz. Und zwar für die Rückseite. Die Muskelfaserkette der Rückseite, die von den Fersen über die Beinrückseite, Gesäßmuskulatur, die Rückenstruktur, Nacken bis zum Kopf führt. Und das federst du ganz elastisch durch. Du kannst dir vorstellen, du schwingst mal so nach rechts und links um die Beine herum. Und lass dich einen Moment vor dir ausgleiten. Lass die Arme ausgleiten. Stütz die Hände neben die Füße. Und probier die Beinrückseiten etwas mehr zu strecken, indem du die Innenseiten der Oberschenkel nach hinten wegschiebst. Und dir jetzt vorstellst, dass ein Band von den Fersen bis hoch zu den Sitzbeinhöckern, dehn dieses Band, spann es auf und dann nimm Spannung raus. Wander mit den Füßen zurück oder spring zurück in den hohen Liegestütz. Jetzt aktiviere die Mitte des Körpers, zieh den Bauchnabel hoch, schließ den Beckenboden, heb das rechte Bein an in dieser Kraft, halte hier, atme und komm in die Bauchlage. Du kannst das mit einem Bein machen oder das rechte Bein wieder aufsetzen. Wenn du das rechte Bein gehoben hast, dann nutzt das auch für eine kleine Kobra. Atme ein, atme aus, linken Fuß aufstellen, schieb dich aus der Kraft in den einbeinigen, abwärts schauenden Hund. Heb dein rechtes Bein an. Jetzt winkel dein linkes Knie, sodass die Ferse hochkommt. Rechtes Bein hat es mehr Raum nach oben. Schieb es richtig hoch. Lass es oben, schieb was weg mit der rechten Ferse und senk die linke Ferse tiefer. Atme in die Dehnung. Heb die linke Ferse an. Schwing den rechten Fuß zu den Händen. Und mach hier mit dem Becken kleine Federbewegungen hoch, runter. Ja, such dir Fasern in den Oberschenkeln, rechter Rückseite, linker die Vorderseite. Fasern, die sich mal ein bisschen dehnen dürfen. Kann auch bedeuten, dass du hier mal mit dem Becken kreist beispielsweise. Gut, dann lass dein Becken etwas schwerer nach unten sinken. Gib Gewicht ab. Komm hier an und heb die Innenseite des linken Oberschenkels etwas höher. Dann zieh einatmend energetisch die Füße aufeinander zu, falte die Matte. Ausatmend schieb die Füße voneinander weg, dehn die Matte. Einatmend Füße aufeinander zuziehen, Matte falten. Ausatmend Füße wegschieben, Matte dehnen. Nochmal
Einatmend Füße aufeinander zuziehen. Ausatmend wegschieben. Letztes Mal, wir gehen hoch zum ersten Held. Einatmen, Füße ziehen zueinander. Oberkörper richtet sich auf, sei ganz kraftvoll. Ausatmen, lass dein Becken tiefer sinken. Einatmen, reikel rechten und linken Arm hoch, streck dich aus. Ausatmen, verweil, verschränk die Finger und neig dich mal nach rechts mit dem Oberkörper. Atme tief in die linke Seite. Beckenboden schließen, Reißverschluss der Hose zumachen, linke Seite atmen lassen, einatmen wieder zurück nach oben, ausatmen, Hände zurück, zurück in den Hund. Laufen, federn, ausschütteln, alles was du magst, einatmen, hoher Liegestütz. Die Mitte stärken im Ausatmen, Beckenboden schließen, Bauchnabel einziehen, einatmen, aus der Kraft heraus und das linke Bein heben, ausatmen, zur Bauchlage kommen, entweder links ablegen oder halten, einatmen, Cobra, ausatmen, der einbeinige, abwärts schauende Hund, linkes Bein nach oben. Jetzt beugt dein rechtes Knie, rechte Ferse hebt sich, links kann etwas höher, schieb's richtig hoch in die Welt und stell dir vor, du drückst mit der linken Ferse was Richtung Wand hinter dir, schieb dich ganz lang über die Ferse und senk jetzt die rechte Ferse tiefer. Atme in die Dehnung. Heb die rechte Ferse an, schwing links nach vorn und nochmal ganz locker diese elastischen Bewegungen machen. Becken federt hoch und runter oder macht kleine Kreise. Ja, such dir wieder Strukturen in den Beinmuskeln, die gedehnt werden dürfen. Und dann lass dein Becken tiefer nach unten sinken, komm hier an. Einatmen, zieh energetisch die Füße zueinander, falte die Matte. Ausatmen, dehne die Matte, schieb die Füße weg. Einatmen, Matte falten. Ausatmen, Matte dehnen. Mal einatmen, Matte zusammenschieben. Die Kraft der Beine spüren. Ausatmen, lang werden zwischen den Füßen. Und jetzt im Einatmen hoch, Füße ziehen zueinander. Erster Held, ausatmen, Becken erden. Einatmen, die Arme nach oben recken. Ausatmen, in der Länge ankommen, die Hände zueinander. Einatmen, hebt den Brustkorb. Ausatmen, neig dich nach links im Oberkörper. Schließ den Beckenboden, mach einen Reißverschluss. So. Aus der Kraft der Mitte arbeitest du dich in die Flankendehnung der rechten Seite. Schick hier die Atmung hin. Heb nochmal den rechten Oberschenkel über die Innenseite an. Einatmen, richte dich auf. Ausatmen, schwing dich zurück zum Hund. Und nochmal laufen, federn, hüpfen, tief durchatmen. Letzte Vinyasa. Einatmen, hoher Liegestütz. Ausatmen, in die Bauchlage. Einatmen, reikel dich hoch, die Kobra. Ausatmen, schieb dich zurück zum Hund. Dann halte hier an. Schieb beide Hüften nach hinten hoch, zieh die Sitzbeine hoch, senk die Fersen tief. Schieb die Hände nach vorn runter und atme. Und dann wechsel zum Vierfüßler. Finde wieder schöne, sanfte Räkelbewegungen. Mach nochmal alles lebendig im Körper, was du hier erreichen kannst. Und fächer die Finger der linken Hand auf, drück die linke Hand in den Boden. Einatmen, heb den rechten Arm über die Seite an, dreh dich auf. Ausatmen, fädel den Arm unter der linken Achsel hinweg. Ein paar Mal noch. Einatmen, nach rechts aufschrauben. Ausatmen, nach links einfädeln. Wenn du das weitermachst in deinem Tempo, dann kannst du immer, wenn du ausatmest, die Hand in eine andere Richtung wegschieben. Mal eine Runde. Und wenn du dann ausatmest, dann senke die rechte Schulter zur Erde.
Wenn das zu weit unten ist, dann schnapp dir ein Kissen unter die rechte Schulter. Leg dich ab. Du kannst mit der linken Hand zwei Möglichkeiten probieren. Lass uns gemeinsam beide probieren. A. Stützt die Hand flach auf Höhe des Gesichts unter dem Ellenbogen auf. Und jetzt drückst du mal die linke Hand nach unten. Dann merkst du, dass die linke Schulter zurückzieht und du die Drehung, in der du hier bist, vertiefst. Das wäre Variante A. Drehung vertiefen. Variante B ist die Länge vertiefen. Dazu bringst du die linke Hand weit von dir weg nach vorn. Da streckt sich jetzt die linke Seite. Wenn du das muskulär noch aktiver möchtest, kannst du auf die Fingerkuppen der linken Hand kommen. Wenn du etwas entspannter weitermachen möchtest, dann senkst du einfach die Hand oder auch den Unterarm ab. Atme dich für einen Moment in die Haltung. Spür, wie der Körper sich verschraubt. Und bereite dich auf die Rückkehr vor, die linke Hand wieder vor dir, vor dem Gesicht aufsetzen. Komm zum Vierfüßler. Nutz Bewegungen, die wertvoll sind. Andere Seite, jetzt die rechte Hand auffächern und erden. Und im Einatmen streck dich nach links hoch, dreh dich auf. Ausatmen, fädel den linken Arm unter die rechte Achsel durch. Und mach das weiter. Und auch hier gerne den Arm mit dem Ausatmen in andere Richtungen wegschieben. Das sind immer wieder neue Bewegungsimpulse für den Schulterbereich. In der nächsten Runde bitte wieder ablegen, das heißt linke Schulter unter dir ablegen, gerne auf dem Kissen, besonders wenn Seiten unterschiedlich sind, was sie normalerweise sind, dann bitte hier genauso gemütlich ankommen. Nochmal diese beiden Varianten, entweder die Dehnung kultivieren, dann kann der rechte Arm von dir wegkrabbeln, kannst du die rechte Seite aufspannen. Oder du kultivierst die Drehung und stützt die Hand vor dem Gesicht unter dem Ellenbogen auf, drückst dort nach unten mit der Hand in die Erde und schraubst dich noch weiter nach rechts. Finde das, was für dich passt. Wenn du die Drehung vertiefst, dann finde ein gutes Maß an Kraft, ohne es zu übertreiben. Wenn du die Dehnung vertiefst, dann hier auch, entweder entspannt, Unterarm oder Hand abgelegt oder noch aktiv auf den Fingerkuppen. Atme dich in die Haltung. Und dann kommen wir wieder zurück zum Vierfüßler, in die Bewegungen, die gut tun. Dann wechsel zum Sitz und bring die Füße bitte von dir weg. Komm zum Sitz. Die Füße nach vorn, stell sie bitte vor dir auf und rutsch etwas weiter an den Matten anfangen, sodass du hinter dir Raum hast, um dich da gleich hinzulegen. Wir gehen den Weg allerdings aktiv nach unten, das heißt aus der Kraft des Körpers, des Oberkörpers und des Rumpfes. Und dafür bitte ich dich zunächst, den Beckenboden zu schließen, dann wieder diesen symbolischen Reißverschluss muskulär hochzuziehen, also Hose mit Reißverschluss, den du muskulär hochziehst, bewahr die Kraft und bring die Arme nach vorn und jetzt roll dich so ganz langsam ein Stück nach hinten. Wenn du ein klein bisschen nach hinten dich angelehnt hast, dann halte, atme ein und atme aus, roll dich wieder ein kleines Stück zurück. Einatmen, halten,
Ausatmen ein Stück mehr. Jetzt sollte die Lendenwirbelsäule langsam ankommen. Einatmen, halten. Ausatmen etwas tiefer. Einatmen, halten. Ausatmen bis zu den Schulterblattspitzen. Einatmen und dann ausatmen. Leg dich ab. Leg die Arme nach hinten, die Beine nach vorn. Atme ein, räkel dich lang aus der Mitte deines Körpers. Ausatmen, entspann dich in die Länge. Einatmen, zieh alle Strukturen deines Körpers in ihre Größe, ihre wahre Größe. Ausatmen, entspann dich. Letztes Mal. Einatmen, zieh dich lang, finde Raum, um zu wachsen. Ausatmen, entspann. Bring die Arme zur Seite, stell die Füße auf. Leg ein Bein über das andere und beginn ein sanftes Schwingen nach rechts und links mit den Beinen. Ja, spür die Drehbewegung im unteren Rücken. Und wenn du den Kopf mitnehmen möchtest, dann entgegengesetzt, sodass die gesamte Wirbelsäule von unten nach oben sich verschrauben kann. Ja, Drehbewegungen sorgen für eine sehr schöne Gesamtgeschmeidigkeit deines Rückens. Ja, nochmal in beide Richtungen. Wenn du in der Mitte ankommst, dann verschränk die Beine in die zweite Variante, das andere Bein überlegen und wieder in die Seiten schwingen. Dann komm am nächsten Mal wieder in der Mitte an. Wir gehen aus der Drehbewegung in eine statische Drehhaltung. Das Becken ein Stück nach rechts versetzen, eine halbe Breite ungefähr. Jetzt ist das Becken aus der Achse des Rückens heraus versetzt. Aber wenn du jetzt die Beine nach links bringst, dann rollt das Becken in seine Ursprungsposition, also in die Achse des Rückens zurück. Gleiches im Kopfbereich, erst aus der Achse nach links versetzen, dann den Kopf nach rechts rollen lassen und dann rollt der zurück, wo er war. Und das macht insgesamt die Drehung ein bisschen angenehmer vom Feingefühl. Ich finde für die Arme eine entspannte Position. Machst du deinen gesamten Körper gemütlich, sodass du an irgendeiner Stelle die Erfahrung machst, dass irgendwas fest wird oder gespannt wird, sondern ganzheitlich der gesamte Körper die Entspannung zulassen kann. Und dann beobachte für dich, wie sich die Entspannung anfühlt und wie sie sich ausbreitet. Schenk mit der Ausatmung die wunderbare Möglichkeit, Anstrengung, die du jetzt nicht mehr brauchst, loszulassen. Komm langsam wieder zur Mitte zurück. Versetz alles in die Mitte deiner Unterlage zurück. Und dann von dort das Becken eine gefüllte halbe Breite nach links. Die Knie fließen nach rechts. Das Becken rollt zurück in die Mitte. Der Kopf versetzt ein Stück nach rechts. Dann rollst du ihn nach links. Und dann kommt er auch wieder an, wo er war. Machst dir hier auf dieser zweiten Seite genauso gemütlich.
Komm dort an, wo du sein möchtest, da, wo es dir selbst möglich ist, Anstrengung und Anspannung an die Erde auszuatmen. Komm also über das Gefühl, loslassen zu können und zu dürfen, tiefer in dieser Drehung an. Und dann komm wieder zurück zur Mitte. Lass die Füße aufgestellt, bring die Arme neben deinen Körper wieder zur Matte. Wir waren jetzt einen Moment in einer dehnenden Haltung für den Rückenbereich und kontrastieren das mit ein wenig Kraft in der Rückseite. Das ist die Schulterbrücke. Roll dein Becken mit etwas ein und den Rücken hoch. Wirbel für Wirbel nach oben, bis dein Brustbein hochkommt. Atme das hoch. Du kannst mit den Armen zwei Varianten probieren. Einmal die Arme anwinkeln, Unterarme nach oben orientieren, Oberarme nach unten drücken. Wenn du hier bist, dann zieh ein Schultergelenk nach dem anderen unter den Rücken. Oder du legst die Arme lang ab, verschränkst sie vielleicht mit einer gemeinsamen Faust unter deinem Gesäß und ziehst hier auch die Schultern unter den Rücken. Stell die Füße gut auf, nicht zu weit weg, das ist zu anstrengend, auch nicht zu nah ran, sondern wirklich da, wo sie gut positioniert sind. Roll dein Becken etwas ein, schieb dein Steißbein Richtung Knie und heb dein Becken hoch, drück die Füße nach unten, mach einen Abdruck mit ihnen in die Unterlage und dann atme dein Brustbein hoch. Die Rückseite stärkt sich, definiert sich, deine Vorderseite weitet sich. Atme in den Raum des Brustkorbs und dort dein Brustbein innerlich hoch. Drück mal einen Moment den linken Fuß in den Boden, schieb den rechten Fuß nach oben mit der Ferse Richtung Decke, mach da einen symbolischen Abdruck nach oben, nochmal tief einatmen, rechte Hüfte hochziehen, ausatmen, Fuß zurücksetzen, rechts nach unten drücken, linkes Knie ranziehen, linke Ferse hochschieben. Beide Füße drücken etwas weg, machen einen Abdruck. Der rechte nach unten, der linke oben an die Decke. Mal einatmen, linke Hüfte hochziehen, ausatmen, linke Fuß zurück. Dann leg die Arme wieder ein Stück neben dir ab, zieh die Schultern breiter nach außen. Und jetzt, wenn du den Rücken abrollst, dann schlängel ihn nach unten. Immer rechts und links die Hüfte nach vorn ziehen, den Rücken schlängelnd ablegen. Wenn du angekommen bist, dann zieh die Knie ran für Apanasana, greif sie. Mach jetzt so ganz kleine Federbewegungen mit den Beinen. Also ganz locker mal federn. Das ist sehr schön für den Rückenbereich. Du kannst dann auch ganz sanft in die Seiten schaukeln. Um mehr Halt in die Seiten zu bekommen, kannst du die Ellenbogen nach außen drehen. Es gibt gefühlt Sicherheit nach außen. Jetzt roll einfach rechts, links. Massier den Rücken mit dieser Bewegung am Boden. Und dann such dir einen Weg hoch zum Sitzen aus. Finde einen gemütlichen Sitz. Nutze gerne eine Unterlage, um wirklich höher zu kommen.
Und wenn du dich gemütlich eingerichtet hast, dann schließ die Augen. Und bring einen Blick nach innen, ja, wie sich dein Körper jetzt anfühlt nach dieser Praxis. Lass dein Becken erden, gib Gewicht ab nach unten. Dann reckel dich ruhig nochmal am Oberkörper hoch. Ja, das sollte sich alles jetzt viel geschmeidiger anfühlen dürfen. Viel lebendiger, auch leichter. Und dann komm in einem guten Sitz letztlich an, der es sowohl aufgerichtet ist im Oberkörper, der dir Länge schenkt, dich wachsen lässt, der es aber auch ermöglicht, dich die Länge zu entspannen. Und nimm deine Atmung wahr, wie sie dich jetzt durchströmt. Werde zum Beobachter oder zur Beobachterin deines Atmens. Beobachte, wie die Einatmung entsteht. Und immer wenn du die Einatmung registrierst, spürst du, dass frische Luft in deinen Körper strömt. Und da gibt es innere Bereiche, innere Räume, die sich im Einatmen auffächern. Das kann der Brustkorb sein, also die obere Atmung, kann aber auch der Bauchraum sein mit der Zwerchfellatmung. Oder eine Kombination, wenn auch noch die Flanken weit werden. Die Einatmung fächert innere Räume auf. Und das geht jetzt besonders gut, denn dein Körper nicht mit einer Spannung oder einer Anspannung oder etwas Festem das verhindert. Ja, dein Körper ist lebendig, ist frei, ist beweglich, geschmeidig. Und so kann die Atmung, wenn sie in dich hineinfließt, viel leichter die Atemräume auffächern. Ja, ein entspannter Körper sorgt als Zuhause für eine lebendigere, tiefere Atmung. Dann beobachte auch die Ausatmung, wie sie entsteht. Und da führt sie diesen aufgefächerten Körper, diese weiten inneren Räume, aus ihrer Fülle wieder zurück zu einer Mitte. Das kann sein, dass der Brustkorb vom aufgefächerten Zustand der Einatmung wieder zurücksinkt, sich seinem Mittelpunkt annähert, wenn du ausatmest, oder die Flanken wieder zum Körper zurückziehen. Oder der Bauchraum etwas nach innen saugt. Die Ausatmung führt innere Räume zurück zu ihrem Ursprung, zurück zu ihrer Mitte. Und die Einatmung fächert diese Räume aus der Mitte wieder auf. In alle Richtungen, nach oben, nach unten, in die Seiten, nach vorn und ein bisschen auch nach hinten in den Rücken. Alles kann sich aufplustern im Einatmen und zurückkehren zum Ursprung in der Ausatmung. Erinnere dich daran, dass du die beobachtende Person bist. Du brauchst die Atmung nicht vertieft lenken, beeinflussen oder steuern. Lass sie einfach geschehen. Sie kann das von selbst. Lass sie atmen. Lass sie dich atmen.
Bring die Aufmerksamkeit in die Wendepunkte der Atmung. Da gibt es zwei. Der eine ist der, an dem die Einatmung aus der Fülle sich zur Ausatmung hinwendet. Da, wo die Ausatmung beginnt. Und der andere Wendepunkt ist der, in dem die Ausatmung in der Leere endet, da wo die Einatmung beginnt. An beiden Wendepunkten gibt es ein Maximum. Genau dieser Punkt, an dem das eine zum anderen wird. Und da, dieser Übergang, das ist ein ganz kleiner Moment einer Pause. Ja. Da hält die Atmung für einen winzigen Moment an und lässt das Neue entstehen. Beobachte, ob an diesen Wendepunkten diese Pause, ob sie spürbar wird. Du da wirklich spüren kannst, dass da einen Moment etwas still wird, die Atmung wird still. Oder ob das eher so ein Eindruck ist, weil es eher fließt. Aber es ist da. Es ist immer da. Dass dann in der Einatemfülle ein kleiner Moment an der Stille. Genauso auch in der Ausatemleere, das ist auch ein kleiner Moment an der Stille. Öffnet die Atmung einen Raum der Stille. Da wird auch der Geist still. Nimm gern diesen Raum der Stille tief in dir mit. Auch wenn du wieder die Atmung fühlst, den lebendigen Körper fühlst, den Raum spürst und wahrnimmst, der dich umgibt. Den ersten Bewegungen wieder in diesem Raum an. Das ist eine sehr schöne Erfahrung, die uns Yoga schenkt. Ein lebendiger, stabiler und gleichzeitig geschmeidiger Körper
und in ihm thront ein ruhiger Geist, der aus der Ruhe Kraft schöpft für den Alltag und die Herausforderungen, die uns da begegnen. Also nimm diesen Erfahrungsschatz mit und bring zum Ende der Stunde die Hände vor dem Raum des Herzens zueinander. Atme dann beim nächsten Mal tiefer aus. Und wenn die Atmung entsteht, breite die Arme bitte aus, bring sie über die Seite hoch, über den Kopf. Wenn du ausatmest, bring die Hände zueinander, vor die Stirn, dann vor den Mund, dann vor dein Herz. Nochmal breite einatmend die Arme wie Flügel aus nach oben, ausatmend die Hände vor die Stirn, den Mund, dein Herz. Wenn du magst, dann genieß ein Verbeugen vor keinem anderen als vor dir selbst, mit einem Danke für das, was du dir schenktest. Die Zeit für dich, die Zeit für Yoga. Und wenn du dich aufrichtest, dann lass uns zusammen die Augen wieder öffnen. Ich wünsche dir alles Gute, ein lebendiges Körpergefühl, Kraft da, wo du sie brauchst und die innere Ruhe, aus der du schöpfen kannst. Danke dir für heute. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit für dich beim nächsten Mal wieder schenkst und wir uns wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Namaste.